Wir haben uns verschiedenste Outdoor-Essen gekauft und testen die heute für euch. Hoffen wir, das schmeckt. Und das erste ist für uns natürlich als Frühstück. Heute gibt es Rührei. Für jeden, was nicht weiß, wie das funktioniert, ganz einfach. Da ist hinten auch eine Beschreibung oben. Man schüttet einfach die angegebene Menge von warmem Wasser rein, wartet die 5-8 Minuten und fertig ist das Ganze. Dann machen wir das einmal. So, dann starten wir mit dem ersten. Passendes Wasser haben wir jetzt schon vorgekocht. Genau, einfach aufreißen. 250 ml. Da ist eine Markierung, also bis daher vollfüllen. So, und das Wasser ist drin, dann kräftig umrühren. Nächster Schritt verschließen und die angegebene Zeit warten. Dauert jetzt seit 8 Minuten. Setzen wir mal einen Timer. 3, 2, 1, los! Fertig! So, dann schauen wir mal rein. Ja, wir haben für jedermann was dabei. Wir haben von vegetarisch bis mit Fleisch bis sogar eine Nachspeise. Und ja, wir probieren uns jetzt einfach durch. Genau, beginnen da eben wie gesagt mit Rührei. Na, da haben wir jetzt mal was raus. Also die Konsistenz eher fragwürdig, aber gut. Schauen wir mal. So, das erste ist jetzt von der Marke Adventure Food und dann probieren wir mal. Ja, man schmeckt schon das Ei sein sollte, aber... Genau, die Stücke sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist jetzt aber nicht schlecht. Das Ganze hat jetzt insgesamt 450 Kalorien und ja, liefert auf jeden Fall Eiweiß und Energie. Ja, schmecken tut fast wie so ein Gulasch. Das ist so eine Suppe, kommt mir vor. Mhm. Also wenn man sich ein Rührei vorstellt, dann trifft das nicht meine Erwartungen. Nicht muss ganz. Ich sagen. Aber auf dem Berg, wenn man nichts hat, auf jeden Fall, super, auf jeden Fall eine Sache. Ja, wir bewerten das jetzt von 1 bis 10 und wie viele Punkte geben wir dem? Für mich ist 5 bis 6. Hat ja auch gesagt, 5,5. 5,5. Durchschnitt, man kann es essen, ist jetzt nichts Besonderes. Genau. Genau, 5,5. So, und das nächste ist jetzt das Vegetarische. Das ist jetzt von der Marke Track and Eat. Und ja, das sind jetzt Nudeln mit Pesto. Schauen wir mal, riechen jetzt einmal ganz gut. Genau, das ist ziemlich flüssig. Da schöpfen wir jetzt einfach was ab. Man kann es natürlich auch aus einem Sack essen, aber da sieht man es besser, wie es ausschaut. Schauen wir mal, ob die Nudeln al dente sind. Ausschauen geht es einmal gut. Das sind so Spiralnudeln. Schmeckt wie Nudeln mit Tomatensauce. Also man hat da auch noch ein paar Kräuter drin, da wo man drauf rumbeißt, die merkt man. Und ja. Genau, die Nudeln sind schön al dente. Ja. Kann man auf jeden Fall essen. Bis auf das, dass es ein bisschen flüssig ist, die Soße, aber würde ich vielleicht einen Löffel empfehlen. Ansonsten einwandfrei. Ja, das Ganze hat 670 Kalorien und wie bewerten wir das? Was geben wir dem? Ich würde sagen, man kann da auf jeden Fall noch ein bisschen nachwürzen. Der, was mag, ein bisschen mehr Salz oder so, könnte da schon noch rein. Aber auf jeden Fall ein solides Essen würde ich jetzt einmal eine 8 geben. Okay, ich war jetzt nicht so großzügig, ich bin einmal bei einer 7. Okay, ich würde entscheiden zwischen 7 und 8, aber ich glaube für so ein Fertigessen ist schon ist gut. Ganz gut, ja. Kommen wir zum nächsten, das ist jetzt mit Fleisch, das ist Pork Loin mit Dill von der Marke Lyon und schauen wir mal, wie sich das entwickelt hat. Oh, das ist ziemlich ein Bart, da hat sich die Flüssigkeit schön aufgesaugt. Mal heraus. Riechen tut's gut. Riechen tut gut, ausschauen, ja. Ja. Ziemlich batzig, aber ich glaube, das liegt an den Kartoffeln. Aber da sieht man schönes Fleisch und ja, kosten wir mal. Probieren wir es. Sehr gut. Also hat nichts zu tun mit selbstgekochtem Essen, aber... Wer es deftiger haben will, mit Fleisch, Kartoffeln, ist auf jeden Fall, habe ich beim ersten Bissen schon gemerkt, sättigende Mahlzeit, guter Geschmack, also einwandfrei würde ich sagen. Okay, also ich würde sagen, der, was auf deftige Sachen steht, auf jeden Fall das empfehlen. Das schmeckt gut, man kann sich da nicht beschweren, es ist würzig, man schmeckt das Fleisch heraus, die Kartoffel und wirkt einmal so, als wenn man da sehr satt werden würde. Also allem in allem ein gutes Essen. Oder? Wie schmeckt es dir? Genau, also ich würde das Ganze bewerten mit einer guten 8. Okay, dann gehe ich eins her mit 9. Gut, das nächste Essen ist von der Marke
Blaband und genau, da haben wir jetzt so Gulasch. Also wieder was Fleischlastiges. Das schaut einmal sehr gut aus, die Konsistenz ist super. Schaut gulaschmäßig aus, ja. Da haben wir einen Löffel. Schaut aus, wie es ausschauen soll. Das erste, was man merkt, ist natürlich die Verpackung. Ein bisschen kleiner, dafür dicker. Ja, das Ganze ist glutenfrei und laktosefrei, falls es wen interessiert. Probieren wir. Mahlzeit. Mahlzeit. Gut. Sehr gewürzt. Sehr würzig, ja. Da kann man auf jeden Fall nur Semmel dazu essen oder so. Kreuzkümmel ist da drin, also wer das nicht mag, kann man das nicht empfehlen, aber ich finde es sehr gut. Genau, schmeckt man schon raus. Nicht so das typische Gulasch, aber ist auf jeden Fall gut auch, ja. Ja, das Ganze hat auch wieder 600 Kalorien und da kriegt man auf jeden Fall genug Energie. Kriegt man auf manchen Hütten nichts Besseres. Ja, das stimmt. So, kommen wir zur Bewertung. Würde ich jetzt gleich bewerten wie das vorige, das Schwein, und auch auf 9 setzen. Vielleicht das sogar ein bisschen besser, weil da ist die Konsistenz einfach so, wie es sein sollte. Bei anderen braucht man vielleicht ein bisschen mehr Flüssigkeit, dann ja, wird es auch passen. Aber wäre dies jetzt bis jetzt mein Favorit. Genau, und ich gebe den ganzen auch 9 Punkte. Ja, dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsbad, und zwar die Nachspeisen. Da haben wir jetzt ein Mousse Schokolade von Adventure Food. Gut, wir haben jetzt das mit warmem Wasser gemacht, das wäre aber eigentlich auch mit kaltem Wasser, haben wir jetzt nicht gesehen. Aber ich glaube, das trotzdem schmeckt. Dann mal raus. Ja, Konsistenz, puddingmäßig. Ich weiß ja nicht, wie es eng geht, aber mir geht es immer so, für die Nachspeise habe ich einen zweiten Magen, das heißt, ich kann nur so voll sein, aber eine Nachspeise hat immer bei mir Platz. Wer ist dagegen? Also. Schreibt es in die Kommentare. So, dann verkosten wir mal die Nachspeisen. Ein richtig vollmundiger Schokopudding. Ja, sehr schokoladig, also Mousse Schokolade, ich würde es als Pudding bezeichnen. Hat auf jeden Fall einen guten Schokoladengeschmack im Mund. Also das schmeckt jetzt überraschend gut. Ich hätte gemeint, das schmeckt mehr künstlich, aber sehr gut. Ja. Genau, im Normalfall macht man ja Pudding mit Milch oder so. Wird sicher jetzt Milchpulver drin sein, aber es ist auf jeden Fall echt gut. So, kommen wir zur Bewertung. Das ist jetzt natürlich eine Nachspeise, kann man jetzt nicht so gleich wie die anderen bewerten. Aber ich muss sagen, das ist sehr gut und ja, würde schon auch 9 würde ich schon geben. Also bei mir ist das eine klare 10. Klare 10. 10 von 10 Punkten. 10 von 10, ja. Ja, dann gebe ich ja 9, weil man kriegt das, was man sich vorstellt, und so sollte es sein. Genau, das Ganze hat 300 Kalorien. Für eine Person kann man super teilen danach. Also ich würde empfehlen, auch eine Nachspeise zum Mitnehmen. Kommen wir nun zu unserem letzten Outdoor-Essen. Ist wieder eine Nachspeise, und zwar eine Himbeercreme von Travel Lunch. Schauen wir mal, ob die genauso gut schmeckt wie das Mousse Schokolade. Das war jetzt auch wieder mit kaltem Wasser. Genau. Sehr giftige Farbe. Konsistenz auch so. Bampfmäßig. Bampfmäßig, nicht so ganz Pudding, bisschen flüssiger. Dann probieren wir mal. Ganz ungewohnt, weil das jetzt kalt ist. Man hat da so Himbeerstückchen drin. Es ist gut, finde ich, aber es schmeckt sehr künstlich. Es schmeckt künstlich, es ist aber fruchtig auch. Erfrischend, wer eher auf so eine Nachspeise steht, kann man auf jeden Fall auch machen. Oder zur Not nimmt man sich einfach eine Tafel Schokolade mit. Das geht auch natürlich. Ich würde dem Ganzen 6 bis 7 eher 6 geben. Okay, und ich würde den, weil ich stelle mir da vor, in der Sonne, in der Hitze, auf einem Berggipfel. Mit einer Kugel Eis. Mit einer Kugel Eis, und da ist sowas Fruchtiges, glaube ich, besser. Oder ich würde dann was Fruchtiges lieber wollen, als wie so schwere Schokolade. Ja, oder ein Apfel, das wäre auch. Oder ein Apfel, ja. Aber haben wir jetzt nicht dabei, wir testen jetzt das. Und ich würde den 7 von 10 geben. Ja, also da bei der Nachspeise ist ja wirklich die Frage, nimmt man sich ein Obst mit oder Schokolade oder ein Riegel, wie auch immer. Genau. Ich weiß jetzt nicht, obwohl ich eine Naschkatze bin, ob ich wirklich eine Nachspeise mitnehmen möchte, weil es braucht ja echt Wasser und sowas. Aber ja, kann man auf jeden Fall mal probieren. So, das war unser Test. Wir haben jetzt da das gerankt von Platz 1 bis Platz 6, also die Scrambled Eggs, war jetzt nicht so unser Favorite. Würden wir was auf unsere Reisen mitnehmen? Genau, also ich würde auf jeden Fall die Nudeln mitnehmen, Kartoffelgulasch, ja, das normale Gulasch auch. Also das würde ich auf jeden Fall ausprobieren und mitnehmen. Pudding nicht, die 10 von 10. Die 10 von 10 waren sehr gut, aber ich glaube, ich würde dann einfach echt auf einen Riegel oder auf eine Tafel Schokolade zurückgreifen. Ich würde mir den Aufwand nicht tun, weil man braucht ja das Wasser. Genau, schließe ich mich an. Man kann da auf jeden Fall was mitnehmen und schmeckt gut, macht satt. Genau, man braucht genügend Wasser, also man muss darauf achten, dass man auch eine Wasserquelle hat oder sowas, aber
Und man muss halt dann selber entscheiden, was das einen wert ist, wie viel sind unterschiedliche Preise, was das kostet. Und kann man dann selber entscheiden, wie viel man ausgeben will. Genau, und wenn euch solche Formate gefallen, dann lasst es uns in die Kommentare wissen. Dann machen wir öfter mal sowas. Lasst es uns in die Kommentare wissen, welche Produkte, die wir für euch testen sollen. Wir freuen uns drauf. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus. So schaut es hinter den Kulissen aus.